Abi wusste ich noch nicht so ganz genau, was ich machen wollte. Und Pferde waren einfach schon immer ein ganz großer Bestandteil meines Lebens. Und dann habe ich überlegt und überlegt und wollte dann einfach mal meinem Herzen folgen und das machen, was mir wirklich Spaß macht. Und dann einfach bin ich auf Pferdewirtin gekommen. An erster Stelle steht halt einfach das Pferdeversorgen, das Pferdefüttern, was ja, glaube ich, immer ist, wenn man mit Pferden einfach arbeitet, dass man die Pferde achtet und sich um sie kümmert. Und dann gehört halt noch das Ausbilden von jungen Pferden dazu auch. Oder halt auch das Weiterreiten und Korrekturreiten. Und dann auch das Ausbilden von Reitern natürlich auch. Ich gebe relativ viel Unterricht und viel Kinderreitunterricht. Jetzt außen gut geführt halten, innen beweglich, außen geführt, inneres Bein schreiten. Das sind innen einstellen. Also Tölt ist vom Prinzip her eigentlich vom Takt, also es ist ein Viertakt und es ist ein bisschen wie schnellerer Schritt. Das heißt, der kann von vielleicht sogar langsamer als Schritt bis in Schrittnähe. Das Tempo geht halt von Schrittnähe bis halt sogar ins starke Renntempo. Das kommt allerdings auf die Veranlagung des Pferdes an. Fleiß und Arbeitsbereitschaft. Man muss wirklich bereit sein, viel zu investieren in die Ausbildung und auch viel von seiner Zeit und von sich selber zu investieren, weil es halt einfach kein 0815-Job ist. Es geht, du kannst nicht sagen, ich arbeite von dann bis dann, das geht nicht. Weil es kommt immer mal wieder was dazwischen und dann kam der Tierarzt vorbei, dann sind andere Aufgaben liegen geblieben, die man halt aber nicht liegen lassen kann. Also ich kann nicht sagen, oh, ich habe jetzt Feierabend, ich fütter die Pferde morgen. Das geht halt nicht. Deswegen muss man da halt ganz viel, also ganz engagiert auch dabei sein und einfach tun und machen wollen und Spaß daran haben, auch an der Arbeit mit den Pferden und auch am Kundenkontakt. Also meine Mama hat zwar gesagt, ich soll irgendeinen Job machen, wo ich quasi genug Geld verdiene, um Pferde halten zu können. Aber dann habe ich gesagt, warum sollte ich einen Job machen, in dem ich genug Geld verdiene, um Pferde halten zu können, wenn ich auch direkt einen Job mit Pferden machen kann. Und ja, deswegen habe ich mich dann dazu entschieden. Und es war auch die richtige Entscheidung. Das ist ein Western-Sattel. Also man sieht hier vorne ja ganz deutlich das Horn. Und die großen Fender, die unterscheiden sich, denke ich, auch nochmal sehr vom Classic-Sattel. Und man hat halt einfach prinzipiell sehr viel Halt da drin. Der ist ja eigentlich für die Kuharbeit gedacht gewesen. Und der hat auch eine größere Auflagefläche auf dem Pferd. Das heißt, der verteilt halt den Druck besser. Genau, das ist also so ein bisschen Grunderziehung vom Boden machen wir und das ist natürlich auch Vertrauensarbeit ganz viel, weil gerade jetzt zum Beispiel, dass er da über die Plane geht, wo Pferde vielleicht normalerweise Angst vor haben oder er auch mit mir kommt, ohne dass ich ihn quasi führe. Ja, das ist, steckt halt einfach die Bindung zwischen dem Mensch und dem Pferd. Trail-Unterricht, also das ist ja eine Disziplin im Westernreiten und ja, da gibt es ja, wie man gesehen hat, so verschiedene Hindernisse, die halt alle so aus der Cowboy-Arbeit so ein bisschen kommen, also halt das Tor aufmachen oder über Stangen reiten, wie über Baumstämme oder sowas. Ich merke auch, dass ich mich selber halt sehr weiterentwickelt habe damit. Man reflektiert halt immer sein eigenes Verhalten und arbeitet halt an sich. Und also gerade die Pferde, die helfen einem auch dabei, weil die ja quasi ein Spiegel sind. Und ja, ich habe halt ganz viel über mich selber auch gelernt. Ich meine, ich finde, der Meister ist immer eine gute Idee in jedem Beruf. Und deswegen, aber dafür würde ich halt erstmal ein bisschen Berufserfahrung sammeln und dann.